In diesem Video zeige ich euch eine kostenlose Möglichkeit, an unlimitierten und kostenlosen Google Drive-Speicher zu kommen. Ich kläre aber auch darüber auf, welche Risiken diese Methode mit sich bringt. Als ich mir einen günstigen Windows 10 Lizenzkey auf AliExpress kaufen wollte, ist mir eine Anzeige aufgefallen, die mit unlimitiertem Speicher bei Google Drive wirbt und das für eine absolut günstige Einmalzahlung. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe etwas über 80 Cent investiert. Wie komme ich nun in den Speicherplatz? Dem Verkäufer schickt man seine Google Mail-Adresse. Nach kurzer Wartezeit hatte ich dann tatsächlich auf meinem Google Fake-Account eine geteilte Ablage mit dem Namen Unlimited Storage. Nicht nur war ich der augenscheinlich einzige Besitzer dieser Ablage, ich kann diese Ablage auch noch teilen. Mit dieser Möglichkeit wäre es zum Beispiel interessant, den Gerätezoo der ganzen Familie darauf zu sichern. Wie aber kann unlimitierter Speicher so günstig angeboten werden? Schauen wir einmal, was wir in der geteilten Ablage finden. Zum einen finden wir die Bezeichnung Team G-Drive VIP. Zum anderen finden wir einen Namen in vietnamesischer Schreibweise. Eine kleine Google-Recherche führt mich dann zu der Website team.gdrive.vip. Diese Webseite ist erst einmal auf Vietnamesisch, kann aber mit Google Translate genutzt werden. Hier kann ich mir dann auch denken, was der Verkäufer auf AliExpress mit meiner Mailadresse gemacht hat. Es gibt ein Formular, in dem lediglich der Name, der Freigabe und die Mailadresse benötigt wird. Danach erscheint nach wenigen Minuten die Freigabe im eigenen Google Drive. Das Ganze scheint botgesteuert zu funktionieren. Trotzdem bleibt die Frage, wie kann das funktionieren? Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, um zu prüfen, wie viel Platz sich hinter der Ablage versteckt. Ich habe testweise 10 GB hochgeladen und konnte mir aber nicht einmal die Ordnergröße anzeigen lassen. Immerhin wurden die hochgeladenen 10 GB nicht vom eigenen Google Drive Guthaben abgezogen. Wie kommt man also in der Regel an unbegrenzten Speicherplatz? Diese Option hält Google aktuell nur Firmen in der Google Workspace Variante Enterprise offen. Die genaue Formulierung lautet hier as much storage as you need. Beim Businessplan kostet jeder Nutzer zusätzlich 18 Dollar pro Monat und unlimitierten Speicher gibt es hier auch keinen. Vor Oktober 2020 war es wohl möglich, für 12 Dollar im Monat unlimitierten Speicher zu erhalten, auch wenn das nicht ganz offiziell dokumentiert war. Der Anbieter, der den kostenlosen Speicher verschenkt, hat aber auch einige Bezahloptionen für andere Angebote. Eventuell hat er sich hier einfach einen Enterprise-Vertrag gekauft und kann nun so viele Mitarbeiter hinzufügen, wie er möchte. Man bleibt zwar alleiniger Besitzer der geteilten Ablage, aber ob sich der Besitzer des Enterprise-Kontos nicht doch Zugriff auf die Dateien verschaffen kann, kann ich abschließend nicht bewerten. Das Ganze ist natürlich etwas fragwürdig. Trotzdem finde ich es erwähnenswert und wer möchte, kann es ja kostenlos ausprobieren. Ich würde aber immer damit rechnen, dass der Speicher jederzeit gelöscht werden kann und ich würde den Speicher so behandeln, als wäre er öffentlich. Das heißt aber auch, dass es durchaus einen Versuch wert ist, ein verschlüsseltes Backup darauf zu speichern. Diese Option bietet zum Beispiel die Web-Edition von WKC. Bevor ich euch jetzt mit eurem unlimitierten Speicher entlasse, habe ich noch ein paar Aufgaben für euch. Wer mehr Informationen da hat, wie dieses ganze System funktioniert, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann würde ich den Kommentar pinnen. Vielleicht habt ihr ja auch schon länger Erfahrung damit und könnt ja mal beschreiben, ob vielleicht euer Speicher schon mal gelöscht wurde und vielleicht seid ihr ja selber irgendwie in der Firma aktiv, die das Workspace-Programm von Google nutzt und administriert das. Und deshalb wäre meine Frage da, ist es möglich, Zugriff auf die geteilten Ablagen als Admin davon zu bekommen? Falls ihr also über solche Informationen verfügt, dann gerne in die Kommentare damit. Wenn ihr nicht direkt kommentieren möchtet, könnt ihr mir natürlich auch eine Mail schreiben, einfach an google@usefulvid.com. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir dabei helfen wollt, die verschwendeten 80 Cent wiederzubekommen, dann freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben für dieses Video. Und jetzt viel Spaß mit eurem Speicher, ihr Datenhorder!